Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Wir informieren Sie über die soziale Absicherung von Künstlern. Wir fragen Künstler, die von ihrer Arbeit und ihrem Leben erzählen werden. Wir fragen aber auch Menschen, die für die Ausbildung und Vermarktung von Künstlern wichtig sind. Und wir beantworten Fragen von Künstlern, ihre Fragen. Spannend, unterhaltsam und informativ. Künstlerfragen. Jeden vierten Freitag ab 19 Uhr bei Radio Lora. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks, Radio Lora. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Radio Lora auf 92,4. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Vierter Freitag im Monat, 19 Uhr, Zeit für Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Ich bin Peter W. Strux, der Sendeverantwortliche, und ich freue mich, Sie durch die Sendung heute führen zu dürfen. Und ganz besonders freue ich mich auf meine heutige Gesprächspartnerin, die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Jessica Hunold aus Hamburg. Herzlich willkommen, Jessica. Ja, hallo Peter. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Jessica, wie alles begann. Du hast einige Jahre mit demenzerkrankten Menschen gearbeitet. Und wenn ich richtig informiert bin, dann hast du dich entschlossen, ich studiere an der HTK Akademie Hamburg Kommunikationsdesign. Genau. War das so etwas wie der Ruf der eigenen kreativen Ader und der musstest du folgen? Ja, so ähnlich. Also eigentlich ist es ja auch so, dass ich schon als Kind diesen Beruf ausüben wollte. Das waren eher so private Umstände, weswegen das nicht ging, weil diese Ausbildung halt überwiegend privat ist und dementsprechend auch viel Geld kostet. Und wenn man diese Mittel nicht hat, ist das dann halt auch schwierig. Und dementsprechend habe ich mich erstmal auf den sozialen Gebiet bewegt und hatte auch sehr, sehr viel Spaß und Freude dran. Habe aber auch in dem Bereich meine künstlerische Ader genutzt. Also dich da auch schon ausgelebt auf der künstlerischen Ebene. Ja, ja, auch meine Chefin damals, die hat das auch schnell gemerkt und die haben mich dahingehend auch unterstützt. Das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht und ich war immer sehr, sehr begeistert von den Bewohnern, wenn die so ja, freudig dabei waren und was geschaffen haben und immer am Anfang eher so sich nicht getraut haben, so ganz vorsichtig und ich weiß ja nicht, ich kann das nicht. Ich die aber dazu bewegen konnte, wir versuchen das jetzt mal. Ohne Druck. Mhm. Und am Ende haben die sich immer so gefreut und waren dann mit einem Lächeln im Gesicht. Das war immer sehr, sehr schön. Also, und das war das Tolle an diesem Beruf. Man nimmt wirklich was mit. Ja. Man nimmt wirklich was Schönes mit auch. Und hatte dann aber nach ein paar Jahren die Möglichkeit, doch noch Kommunikationsdesign zu studieren und die Mittel, das auch umzusetzen. Und ich habe dann auch nicht gezögert, das nochmal zu machen, weil es halt mein Lebenswunsch auch war. Mhm. Und ja, so bin ich dann an die HTK gekommen. Und dann ging das auch los und es war schön. Jessica, Stichwort HTK, da plaudere ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Es gibt ja nach diesem Studium am Ende eine Abschlussveranstaltung, Abschlusspräsentation von Arbeiten, die die Studierenden da gemacht haben. Okay. Und ja, bei dieser Präsentation, die auch für deinen Abschlussjahrgang war, da bin ich mit einem befreundeten Künstler, der dort an der HTK auch Dozent war, umhergegangen. Und bei dem Besuch von einem Raum fiel mir ein Magazincover auf. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Da waren viele Studierende, viele Besucher, doch die Urheberin von diesem Magazin, die war nicht in dem Raum, die war weg. Ich war nicht da. Und du ahnst jetzt bestimmt, was kommt. Ja, ja. So, nach meinem Rundgang, ich habe dann alle anderen Räume und Etagen besucht, zog es mich doch nochmal wieder zu dem Raum, wo dieses Cover lag. Und naja, da trafen wir uns dann doch zum ersten Mal.
Ja, das stimmt, Peter. Das war das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich fand es auch so toll, dass du dich so für meine Arbeit interessiert hast. Dass, die war ja so ein bisschen speziell. Das ganz ist genau, ist ja nicht so, dass jetzt jeder an der Uni so ein Projekt umsetzt. Um was ging es da genau? Ich habe, also in der Abschlussarbeit ist es so, dass wir uns aussuchen können und frei sind mit dem Thema. Wir können uns aussuchen, was wir machen wollen. Wir sind da sehr frei. Natürlich muss es gewisse Vorgaben beinhalten, die wir natürlich in der gesamten Laufbahn gelernt haben. Aber grundsätzlich, ob das jetzt, ich sag mal, ein Game Design ist, ob das jetzt ein Buch ist oder ein Spiel oder, keine Ahnung, ein Corporate Design für ein Restaurant. Das bleibt uns wirklich, also da sind wir frei in der Entscheidung. Und ich habe dann mich dazu entschieden, eine Herzensangelegenheit umzusetzen aus meinem Beruf, über den wir eben gesprochen haben, den ich davor ausgeübt habe, und habe das Thema Demenz in Angriff genommen. Und das stand für mich auch, das stand für mich schon Semester davor fest, dass ich in der Abschlussarbeit auf jeden Fall das Thema nehme. Und die Umsetzung, wie ich das dann umgesetzt habe, das war natürlich nochmal ein bisschen so ein holpriger Weg, weil da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Mir ging es auf jeden Fall um eine Art Aufklärung. Und zwar ging es mir um eine Art Aufklärung, die anders ist als die es bisher so gibt. Und somit habe ich mich für ein Magazin entschieden über Demenz für Angehörige. Aber auf eine neue Art und Weise zu schaffen und so den Leser und Betrachter des Magazins auf eine neue Art Informationen zu vermitteln, auf eine neue Art dieses Thema nahezubringen und auch zu sensibilisieren. Und was ich auch so mitgekriegt habe, ein Stück die Angst zu nehmen vor dem, was ja auch diese Erkrankung an Betroffenheit, an schwierigen Situationen macht, gleichzeitig aber auch eine Chance zu sehen, was kann man mit dem Wissen, was damals war, was aber jetzt sich auch weiterentwickelt hat, den Angehörigen mitgeben, um den Menschen, die an Demenz erkrankt sind, das Leben ein Stück leichter zu machen. Genau. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich halt gemerkt habe, die bisherigen, ich sag mal, Bücher, Fachbücher, Geschichten, die es so gibt, und es gibt ja auch Magazine, die man sich bestellen kann, die sind halt sehr trocken und sie sprechen die Wahrheit aus, aber ich wollte halt den Leser nicht noch mehr ein schlechtes Gemüt machen, wie du schon gesagt hast. Es sollte eine positive Unterstützung geben und nicht den Leser noch sagen, jetzt wird es aber noch schlimmer und das ist alles so furchtbar und so grau im Grau, sondern doch auch ein Stück weit Farbe mitgeben. Und dementsprechend habe ich auch den Titel des Magazins Was bleibt genannt. Und das spricht halt das aus, was das Magazin auch bietet. Was bleibt, was ist noch da, wo kann ich ansetzen? Und habe dies auch in einer Form gemacht, die nicht so die wie in einem normalen Magazin, was man auch über andere Themen findet, halt nicht so schwarz-weiß textlastig ist, sondern mit Illustrationen gefüllt ist, mit Farbe, mit typografischen Gestaltungen, einfach damit der Betrachter auch gerne drin rumblättert und Lust hat, sich das anzugucken und auch zu lesen und sich zu informieren. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Jessica Hunold aus Hamburg. Jessica, du hast schon eigentlich die nächste und fast auch die übernächste Frage schon beantwortet, nämlich, was wolltest du erreichen? Nein, das ist für mich ja toll. Was wolltest du erreichen? Das ist ja genau das. Aber oder und, auf dieses Cover und auf dieses Magazin kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich hoffe, ich behalte es. Wie ging es denn dann für dich weiter? Du wolltest ja eigentlich dieses Magazin veröffentlichen. Das hat nicht so geklappt. Es gab dann wenig Resonanz von Verlagen, die sagten, ja, das machen wir. Du bist dann in eine Werbeagentur untergekommen. Ja, klar. Also ich habe mich dann beworben, bin ganz normal wie viele andere auch und
habe mich in der Werbeagentur breit gemacht, in der Welt der Werbung und bin erstmal den Weg gegangen. Das Magazin, die Verlege, die sind da so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Und deswegen ist das erstmal, ich sag mal, untergegangen. Jessica, in die Werbeagentur unterzukommen, so auch ein bisschen mit der Hoffnung, da gibt es möglicherweise mal einen großen Auftrag, da gibt es möglicherweise die Entdeckung der eigenen Person. Aber da kam dann Corona. Ja. Genau, ja, dann kam Corona und in der Zeit, habe ich mir dann gedacht, machst du dich nochmal nebenbei jetzt selbstständig als Freelancer? Und da man ja sowieso nicht so viel draußen machen konnte, man war viel zu Hause, dann kannst du ja auch mal jetzt schauen, dass du da reinkommst und dich weiterbildest. Und ich hatte dann ja auch durch eine Freundin einen Auftrag bekommen und war dann halt auch sehr glücklich, dass ich das nebenbei machen konnte. Und mein damaliger Chef hatte halt auch nichts dagegen und von daher bin ich das dann auch angegangen. Und parallel dazu hast du auch schon so kleine Ausstellungen, glaube ich, gemacht oder deine Malerei unter die Menschen gebracht? Ja, also es war auch so, dass gerade in der Corona-Zeit der Witz war, dass ich da dann auch die Möglichkeit hatte, das erste Mal auszustellen. Dann war das ja erst noch am Anfang so, dass man auch noch in die Cafés rein konnte und so, nur eine bestimmte Anzahl an Leute. Und vor mir waren dann erstmal andere Künstler. Und ich hatte dann das tolle Glück, dass als ich dran war, hatte ich das große Glück, dass die weiteren Einschränkungen kamen. Und dann war dicht. Und ja, dann blieb mir die Fensterausstellung. Es ist jetzt auch schön gewesen, das war eine Erfahrung. Aber es war trotzdem in dem Moment auch schade, weil die Leute konnten nicht mehr rein. Ich konnte mit den Leuten nicht mehr reden, was man natürlich gerne dann bei einer Ausstellung als Künstler dann auch macht. Wenn Leute kommen und sich deine Bilder angucken, möchtest du auch gern mit denen darüber sprechen. Und ja, bei einer Fensterausstellung gehen natürlich auch sehr viele Leute einfach dran vorbei. Das ist halt so. War schade, aber war trotzdem eine Erfahrung wert und es war trotzdem schön und es hat mich trotzdem sehr gefreut. Künstlerfragen, die Sendung des Bauer Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Jessica Hunold aus Hamburg. Jessica, auf deiner Website steht: Ich verwirkliche gerne kreative Ideen und realisiere Projekte vielfältiger Art. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Satz, wie ich finde: Ich genieße die Situation des Prozesses und lebe meinen Beruf voll aus. Was ist denn da so deine Intention? Es geht darum, dass ich meinen Beruf, ich sage jetzt auch ganz bewusst Beruf und nicht Job, weil es für mich eine Berufung ist. Grafikdesign, Kommunikationsdesign und auch in der Kunst oder in der Illustration ist es so, dass ich das von klein auf schon mache. Das heißt, das ist für mich wirklich nicht etwas, was ich tue, um nur Geld zu verdienen, sondern das ist etwas, was ich tue, weil ich dafür brenne und weil es meine Leidenschaft ist und weil ich so vielfältig bin und auf mehreren Gebieten da kreativ bin und unterwegs bin, ist es halt auch diese Vielfältigkeit, die ich anbieten kann. Ja, und da kommt dann so Design, Werbung, Kunst so zusammen. Ja, genau. Wobei für mich, vielleicht auch für unsere Hörer, die Frage aufkommt, gibt es da Unterschiede? Wie könnte man die beschreiben? Kann man die überhaupt beschreiben? Ja, doch. Also Design und Kunst, das sind schon zwei Paar Schuhe. Natürlich, das ist etwas immer, wovon man so lange drum diskutieren kann und was oft auch thematisiert wird. Man kann als Designer künstlerisch sein, man kann aber als Künstler nicht unbedingt Designer sein. Okay. Also ich stelle mir so, wenn ich dem jetzt gerade so ein bisschen nachgehe, so vor, da spielt bei beiden ein großer Teil Fantasie eine große Rolle. Kreativität auf jeden Fall, ja. So die Gedanken, die ich habe, gestalterisch irgendwie umzusetzen. Mhm. Und ich meine jetzt nicht irgendwie mit, ich nehme einen Pinsel und mache drei Striche auf die Leinwand oder aufs Papier, sondern ich
muss das irgendwie materialisieren, was in meinem Kopf ist, oder auch manifestieren. Auf jeden Fall. Und da stelle ich mir vor, wo macht Frau das denn? Im Hinterzimmer, am Schreibtisch, im Atelier, wo kannst du und wie kannst du gut arbeiten? Witzigerweise arbeite ich gerne auf dem Sofa. Also es ist unterschiedlich, es kommt darauf an, was ich mache. Also beim Design ist es so, ich mache das tatsächlich gerne am Laptop, im Schneidersitz auf dem Sofa auch. Ich sitze ungern an so einem kalten Schreibtisch, fühle ich mich nicht so wohl. Ich mag es, irgendwo eingemuckelt zu sein und mich gemütlich irgendwo hinzuflezen, ganz ehrlich, und dann da zu arbeiten. Mal meine Kunst, da brauche ich natürlich schon meine kleine Atelier-Ecke, wo ich dann natürlich auch nicht Angst haben muss, dass ich da irgendwie Farbe auf mein Sofa oder irgendwo hinspritze, wo es nicht sein darf, weil die kriege ich dann auch nicht mehr ab. Und deswegen ist da dann halt so meine kleine Atelier-Ecke, so mein Bereich für Kunst und Design mache ich gerne da, wo ich mich gerade wohlfühle. Also ich mag es auch gerne mal ab und zu meinen Laptop zu nehmen und zu sagen, ey, ich gehe jetzt mal in ein Café und mache da so ein bisschen Brainstorming, oder ich würde mich theoretisch auch gerne in den Park setzen, wie beim Picknick. Mhm. Da ist nur das Internet dann ein Problem. Ich dachte im Moment das Hamburger Wetter. Ja, gut. Gut, das wäre auch noch ein starkes Problem, vor allem heute. Genau, heute ist ja wirklich alles auf dem Programm. Ja. Erinnerst du dich noch an deine ersten Schritte als Künstlerin? Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Jessica Hunold aus Hamburg. Jessica, kannst du dich an deine erste Berührung mit Kunst zum Beispiel erinnern? So, ja, doch. Wer hat dich da so irgendwie inspiriert oder wer da lief dir über den Weg? Da gibt es wirklich einen wirklich prägenden Moment in meiner Kindheit in der Schule. Weil ich habe eigentlich immer früher als Kind gezeichnet. Das machen viele ja. Mhm. Auf dem College-Block, in der Schule, im Unterricht. Ich habe auch meinen Lehrer manchmal gezeichnet. Aber normal, nicht diese Ich-verarsch-den-mal-Zeichnungen, sondern so richtig wirklich versucht, porträthaft abzuzeichnen. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Jessica Hunold aus Hamburg. Jessica, einen Teil davon kann man ja auch heute in deiner Malerei wiederfinden, dieses Abstrakte. Mhm. Parallel finde ich auch, wenn ich so das Bild mit dem Lehrer abgemalt oder porträtiert oder so wie Sketchart eingefangen, finde ich, sind einige deiner Bilder in der Richtung. Ja, so könnte man sie da wieder einordnen. Ja, also ich hatte ja auch eine ziemlich starke Selbstfindungsphase in der Kunst. Ich glaube, das macht jeder Künstler durch. Und musste auch erstmal gucken, was möchte ich überhaupt aussagen, wo möchte ich überhaupt hin, was ist mein Stil. Auch was reizt dich, ne? Genau. Und dann war für mich auch immer schwer, also dann fängt es an, schwierig zu werden, wenn du verschiedene Sachen kannst. Sich zu entscheiden. Genau, das war schwierig, weil wenn du vielseitig, vielfältige Sachen kannst und dich, das kann gut sein im Design, das kann in der Kunst auch schön sein, es kann aber dann schwierig sein, wenn du dich entscheiden musst für einen Weg. Ja. Weil du magst eigentlich viele Dinge und das war schwierig. Das kann ich mir gut vorstellen. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Jessica Hunold aus Hamburg. Jessica, wenn ich jetzt mit einigen Zuhörerinnen bei dir zu Hause zu Besuch wäre, ich würde die einladen, wir fahren zu dir. Was würdest du uns auf jeden Fall zeigen wollen? Meine Bilder. Weil meine Wohnung hängt natürlich auch voll mit meinen Bildern, die ich dann halt jetzt gerade nicht in der Ausstellung habe oder die halt noch nicht verkauft sind. Die hängen dann bei mir an den Wänden. Und die werden dann auch zwischendurch immer mal wieder ausgetauscht. Mhm. Was ist so ein Antrieb in deiner Kunst? Hast du da so ein Gefühl? Ja, jetzt auf jeden Fall mehr noch.
weil ich jetzt ja mehr mein Thema und meine Intention gefunden habe und den Stil, den ich wirklich verfolge und wo ich auch hinterstehe, was ja so schwer war für mich am Anfang zu finden. Aber meine Intention ist halt einfach, den Betrachter was mitzugeben, eine Geschichte zu erzählen, einen Hintergrund in den Bildern zu haben. Also nicht nur einfach jetzt drauf losmalen und sieht gut aus, das ist ja nicht so ganz sinnvoll für mich jetzt, sondern ich möchte schon, deswegen ist es dann ja Kunst, ein Gefühl mitgeben, aber auch wirklich ein Thema, eine Hintergrundgeschichte, ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Mhm. Und das versuche ich dem Betrachter durch meine Bilder zu zeigen und ihn aber auch in eine Welt mitzunehmen. Was hat dir geholfen, deinen Weg zu finden? Du hast gerade gesagt, so, ich habe jetzt so meinen Weg gefunden, meinen Stil gefunden, mein Künstlerinnensein gefunden. Gab es da so ein Aha-Erlebnis oder gab es einen Menschen oder eine Begegnung oder was auch immer? Was kann das sein? Ja, schon. Also oft ist es halt gewesen, dass ich gedacht hätte, ich hätte meinen Stil und habe dann, entweder war es mein Freund oder Freunde, die halt mir Fragen gestellt haben, wo ich gemerkt habe, dass ich auf die keine Antwort habe. Mhm. Was ich selber nicht gut fand, was, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache sein sollte. Und ich auch oft hinterfragt wurde dann halt natürlich. Mhm. Dann war es auch so, dass ich bei einem bestimmten Stil, da bin ich sehr, hatte ich eher so diesen neo-expressionistischen Ansatz, also sehr abstrakt auch. Der Stil war schon cool, aber ich konnte auch nicht viel darüber sagen. Da fehlte was, ne? Da fehlte was, weil das war mehr der Zufall, weil die Technik war auch mehr Zufall. Und deswegen war das auch mehr so diese Findungsphase. Und dann habe ich mich mit abstrakten Farben und Formen beschäftigt. War aber auch... wenn mich jemand gefragt hat, was soll das aussagen, was möchtest du damit vermitteln, das war dann... Mir fehlte immer das Thema. Und da hat auch mein Freund mich darauf aufmerksam gemacht und meinte, ja, was möchtest du denn eigentlich als Künstlerin aussagen? Was möchtest du den Menschen denn erzählen? Was ist denn deine Intention? Das hat er mich mal wirklich genauso gefragt. Und ich saß da so ein bisschen wie so ein Toastbrot und wusste darauf keine so wirkliche Antwort, weil... ich habe immer so aus Intuition gemalt, was ja nicht schlecht ist und was ja auch nicht verkehrt ist. Aber es fehlte was. Es fehlte die Geschichte, ja. Ja, und da habe ich mich damit beschäftigt. Okay. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Das Paul Klinger Künstler Sozialwerk steht seit 50 Jahren bundesweit als professioneller Ansprechpartner KünstlerInnen zur Verfügung. Und das Ziel des Vereins ist Aufklärung und Information an Künstler, sie mit dem richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel soziale Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten, stehen diese Fachleute natürlich auch zur Verfügung, wie zum Beispiel Fragen zur KSK. Und wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich die Künstler miteinander verbinden und austauschen können. Ebenso die Newsletter für unsere Mitglieder haben immer und sind immer eine besondere Infoquelle. Und bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle. Ute Belting freut sich ab Montag wieder über Ihren Anruf unter 089 57 00 4895. Und wir sind auch im Internet ganz einfach zu finden unter Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und brauchen Ihre Spende. Jeder Euro, der uns zugutekommt, hilft Künstlern und Künstlerinnen. Wenn Sie mehr über das Paul Klinger Künstler Sozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie an unter 089 57 00
4895 oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul-klinger-ksw.de. Sie finden uns natürlich auch auf allen gängigen Plattformen der sozialen Medien. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks bei Radio Lora auf 92,4 jeden vierten Freitag im Monat um 19 Uhr. Bei mir heute zu Gast die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Jessica Hunold aus Hamburg. Jessica, was gibt und gab es für Hindernisse für dich als Künstlerin? Ja, für mich ist besonders schwer, immer mit der Kunst natürlich auch gesehen zu werden. Das finde ich, ist immer, ja, muss man mal gucken, wie man das denn macht. Ausstellungsmöglichkeiten gibt es, ist aber halt auch immer ja, mit Zeit, Geld und damit verbunden, wo man natürlich auch hin möchte mit seinen Bildern. Auch die richtigen Leute ja, zu finden, die die Bilder sehen. Also ich habe gemerkt, ausstellen, rausgehen, gesehen werden, das ist wichtig, auf jeden Fall. Ich persönlich bin aber auch der Meinung, da kommt aber auch, glaube ich, wieder so die Kommunikationsdesignerin auch durch, dass man da auch ein bisschen zielgruppenorientiert denkt. Also es bringt nichts, wenn ich oder ein Künstler seine Bilder in einem Ort ausstellt, in einem Bereich, wo nicht die richtigen Leute die Bilder sehen. Und wenn man dann eigentlich eher nur Ausgaben hat für diese Ausstellung, man aber nicht mal die Chance hat, die Leute zu erreichen, die auch eventuell kaufen würden oder sich zumindest dafür richtig interessieren, dann ist das die falsche Ecke. Mhm. Und da die richtige Ecke zu finden für die Bilder, das finde ich schwer. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Kommunikationsdesignerin und Künstlerin Jessica Hunold aus Hamburg. Jessica, könnte eine Möglichkeit sein, über Netzwerken, dass da ja, Gemeinschaftsausstellungen passieren, dass da Hinweise kommen von, da habe ich ausgestellt, deine Kunst könnte da auch passen. Also das wäre so ein, jetzt so ein kleiner Link auch wieder ins Künstlersozialwerk. Da gibt es ja durchaus auch solche Möglichkeiten. Genau, auf jeden Fall. Also Netzwerken ist ganz, 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 ganz wichtig. Ohne geht schon gar nicht. Deswegen bin ich ja jetzt auch im Künstlersozialwerk. Genau. Und ich freue mich auch total und hoffe auch, dass man da jetzt neue Kontakte knüpft und neue Leute kennenlernt. Und ja, es wird, denke ich, spannend. Das glaube ich auch. Ich greife nochmal eine Stelle von ganz am Anfang auf, wo ich gesagt habe, ich plaudere da aus dem Nähkästchen. Unsere erste Begegnung mit dem Magazincover war ja so, du hattest die Idee, ein Magazin für Angehörige von demenzerkrankten Menschen zu machen und das auf den Markt zu bringen. Das hat leider nicht geklappt. Aber jetzt ist dieses Magazin oder zumindest die Idee von diesem Magazin Bestandteil im ersten Teil einer, ja, einer Kurzfilmtrilogie geworden. Als du davon gehört hast, was ging da so in dir ab? Was passierte da so, als du das gehört hast? Also ich fand das total toll und war wirklich überwältigt, dass da so viel Interesse dran war. Auch im Nachhinein noch, weil es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, wo ich das gemacht habe. Und dass man das trotz alledem noch ja, im Hinterkopf habt, dass ihr dann wisst, da war ja mal was so und das mit einbaut und dass ich auch inspiriere, sowas zu machen, also so einen Film da auch zu machen, so einen Kurzfilm und ja. Also da plaudere ich jetzt einfach mal so ein bisschen auch jetzt aus diesem Kurzfilm, der Kurzfilm heißt Aufkommende Nebel, wie gesagt aus der Trilogie der erste Teil, da geht es um einen ja, Menschen, ein Mann, der Verlagsleiter ist, der im vollen Leben steht, der durch einen Sturz ins Krankenhaus kommt, da wird dann per Zufall die Diagnose gestellt oder es findet sich heraus, dass er eine beginnende Demenz hat und diese Situation, was passiert mit den Menschen, die jetzt gerade damit konfrontiert sind.
sowohl von der Arztseite wie auch von der Angehörigenseite, wie auch der Seite des Betroffenen selber. Es ja, greift ja etwas auf, was du in deinem Magazin als Idee auch hattest. Und die Idee zu diesem Film ist entstanden aus einer ähnlichen Situation. Ein ganz ehemaliger Schulkollege von mir ist mit Ende 50 durch Zufall mit dieser Diagnose konfrontiert worden. Und als ich davon gehört habe, ging mir die Idee in den Sinn, da müssen wir doch mal was raus machen. Und auch da, Corona hat uns da mächtig erstmal ausgebremst, weil es sollte weit vor Corona oder in der Corona-Zeit gedreht werden. Wir haben lange dann danach diskutiert, sollen wir das noch wieder aufnehmen oder sollen wir es einfach sein lassen. Wir haben uns entschieden, das zu machen. Mhm. Und ich bin ganz froh darum, weil auch dadurch nochmal so etwas aufgegriffen worden ist, was vor langer, langer Zeit angefangen hat. Ich glaube, und vielleicht können wir da auch so ein bisschen weiter dran spinnen, die Begegnung über dieses Magazin in dem Film hat dazu auch nochmal inspiriert oder durch ein Gespräch inspiriert, eine Illustration für ein, ich nenne es immer, Nicht-Kinderbuch zu machen. Ja, genau. Worüber ich mich sehr, sehr freue, was da passieren wird. Mhm. Bin ich ganz, ganz kurz gespannt. Ich auch, auf jeden Fall. Jetzt gehe ich aber mal wieder auf dich mehr zurück. Wann fühlst du dich in deinem Element? Wann, ja, was liebst du? Meine Arbeit, wenn ich ehrlich bin, ob jetzt als Künstlerin oder Illustration oder auch Design. Ich liebe es einfach wirklich, mir Gestaltungen zu überlegen, sowohl jetzt auch, wie gesagt, künstlerisch, als auch wirklich kundenorientiert und zielgruppenorientiert Konzepte zu entwickeln und da in die Kundengespräche zu gehen und mit dem was zusammen zu entwickeln und was ich dann ich freue mich dann einfach, wenn der Kunde am Ende zufrieden ist oder bei der Kunst, wenn meine Bilder dem Betrachter was mitgeben. Mhm. Das sind einfach, ja, so mit Bildern sprechen halt, ne? Mit Bildern sprechen, mit visuell etwas, ja, mitgeben.